So, das war's dann mit Weihnachten. Ne? Aus. Aus. So. Da noch. So. Tschö. Na? Wo bist du jetzt? Was machst du denn da? Wieso machst du denn die Weihnachtsbeleuchtung aus? Ja, Weihnachten ist vorbei seit ein paar Tagen schon. Na gut, seit einem Tag. Nee, das kann doch nicht vorbei sein. Ich hab nämlich noch was für dich. Aha, du hast noch was für mich. Ja, sozusagen ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Ja, okay. Und jetzt mach das Licht wieder an. Ja, mach ich. Zufrieden? Nee. Ja, danke schön. Von wem ist es denn? Das ist von Frank Zito. Oh, okay. Ja, dann packe ich das jetzt aus. Ja, dann viel Spaß. Tschüss. Ho, ho, ho. Dann mal los. Gehen wir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem kleinen Mystery-Unboxing zwischendurch. Ganz unerwarteterweise, als ich heute von meiner Süßen nach Hause kam, die gerade ein bisschen gegen ihre Magen- und Darmgrippe noch zu kämpfen hat, stand auf meiner Türschwelle. Auf meiner Türschwelle stand dieses Paket. Offenbar ein kleines Geschenk vom guten Frank Zito. Ich habe nichts davon gewusst. Das kam jetzt einfach random aus dem Nichts. Ich weiß nicht, ob er mir auch angeschrieben hatte oder so. Hattest du mich da irgendwie informiert? Ich habe es dann vergessen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier ein Paket bekommen und die liebe Post war so verantwortungsvoll. Die gute DHL, nicht die Post. Das Ding einfach auf die Schwelle zu stellen. Ist doch egal. Wird schon keiner klauen. Bestimmt nicht. Gut, hier auf der Ecke ist das auch noch nicht passiert, aber wenn ich jetzt noch an die alten Zeiten zurückdenke, in der anderen Bude, da ist schon so manches Paket und auch mancher Umschlag, der aus dem Postkasten ragte, verschwunden. Nicht nur von mir. Auch die Nachbarn haben sich da oft beklagt und gefragt, ob ich nicht irgendwie was gesehen hätte und bla. Ne? Aber kann man ja mal machen. Ist ja nicht da, die Sau. Kann man es einfach auf die Schwelle stellen. So, gucken wir mal, was hier drin ist. So, ich lasse es vor mich gehen. Scheint nicht so viel zu sein, ist ein recht leichtes Paket, macht aber nichts. Und so, da gucken wir auch schon die ersten Filme an. Oha, ich muss doch zur Seite stellen. Das geht jetzt mit der Klappe hier nicht, die klappt das immer hier gegen Stativ, dann wackelt das ständig. Das erste, was ich hier sehe, ist Resident Evil Degeneration. Was ich gar nicht, habe ich den nicht schon? Ich weiß das jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob du Sachen aus meiner Liste besorgt hast. Wenn das so ist, wenn der noch auf meiner Liste war, ich guck gleich mal. Dann ist das, glaube ich, ein Fail. Ich meine, oder habe ich den noch gar nicht? Da weiß ich jetzt echt keinen Überblick mehr. Es gibt ja irgendwie mehrere davon, ne? Müsste ich mal gleich gucken. Macht aber nichts, auch wenn ich ihn doppelt habe, macht das nichts. Ich werde da meinen Vater damit beglücken. Dann als nächstes, was ist das? Die Unbezähmbaren mit wem denn? Untamed, ein Film von Henry King. Die grausamste Geschichte von Lieben und Abenteuer, die jemals verfilmt wurde. Sagt mir überhaupt nichts, sieht aus wie ein Liebesschmann. Schmonzetten, Quatsch. Original verschweißt. Dann haben wir hier Night Fair. Original verschweißt. Sehr geil. Der ist sogar von meiner Liste. Da freue ich mich sehr drüber. Den fand ich mega. Vor allem die Auflösung am Ende hat mir sehr gut gefallen. Überhaupt das ganze Ende des Films hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön. Das ist sehr cool. Da freue ich mich extrem drüber. Und hier. Mal wieder so ein, wie meine Süße sagen würde, Schwertfuchtling-Film. Die fünf Kampfmaschinen der Shaolin. Ist das? Ja, Shaw Brothers.
Shaw Brothers, ich weiß immer nicht, ob die Cuts sind oder nicht, aber man kann es ja recherchieren. Ne? Aber diese alten Dinger, die habe ich einige von, aber immer noch nicht geguckt, weil ich immer nicht die Muße dazu finde. Dabei mag ich die eigentlich ganz gerne sehen, sowas. Wenn sie dann gut gemacht sind, ich sag mal so, wenn die Filme mithalten können mit Das Schwert des gelben Tigers, dann sind sie gut, dann finde ich die gut. Dann sowas mag ich. Das Schwert des gelben Tigers fand ich mega. Den finde ich echt gut, den Film. Also, ne? Aber naja, gut. Weil es gibt halt eben auch viele dieser Art, wo einfach nur geredet wird und geredet und zwei, dreimal gekämpft. Dann haben wir hier die Brut des Adlers. Der ist auch von meiner Liste, soweit ich weiß. Mein Gott, ist das hässlich gemacht. Guckt euch das mal an mit dem Grün hier. Ey, alter Vater, warum? Aber digital remastered. Ich hoffe nicht, dass sie den beim Remastern auch kompletten Grünschleier verpasst haben. Den hatte ich auf VHS und fand den sehr gut. Und es ist ein fucking Rutger Hauer-Film. Ne? Geht eher in die Richtung Abenteuerfilm. Er beschützt da halt die Brut eines Adlers. Und dann ist er so ein, ja, so ein Typ auf der Suche nach ganz seltenen Eiern, und das ist irgendwie eine seltene Adlerart, oder irgendwie für so einen Sammler soll er das holen, dieses Ei, oder irgendwie so ist das. Und dann brennt da so ein Duell zwischen den beiden, soweit ich mich erinnere. Der war, glaube ich, ganz gut. Ewig nicht gesehen, gucke ich mir sehr gerne wieder an. Danke, Mann. Alter, was kommt denn jetzt noch hier? Geil. Sogar die 18er Fassung. City of Fear mit Gary Daniels. Leider habe ich den schon. Aber da müsste ich meinen Bruder fragen, ob der den haben will. Er ist nämlich auch genau wie ich ein riesen Gary Daniels-Fan und ich glaube nicht, dass er den hat. Das ist nämlich ein eigentlich ganz, ganz solider B-Klapper, soweit ich mich erinnere. Den ich mir auch gut mal wieder angucken könnte eigentlich. Ich mag Gary Daniels total gerne in B-Klappern sehen. Muss ich den erst mal fragen? Also mache ich mir vielleicht eine neue Gelegenheit mal. Oh, das ist cool. Den habe ich nämlich noch nicht. Hatte ich aber auf VHS und auf VHS war der ganz stark geschnitten. Hawk's Vengeance. Auf VHS hieß der Hawk's Revenge. Auch wieder ein Gary Daniels Film und wie gesagt, wenn du so einen Film guckst und der ist eigentlich ganz geil und du merkst dann den ersten Schnitt, dann kann er noch so geil sein, du findest den Film trotzdem scheiße. Weil bei mir ist es zumindest so, weil ich bin dann so angepisst, weil du weißt, egal was da jetzt noch an geilen Szenen kommt, das Beste ist rausgeschnitten. Und dann taugt der Film einfach nichts mehr. Du kannst den einfach nicht mehr genießen, so geht mir das zumindest. Deswegen habe ich den, ich glaube, ich habe den damals sogar, nee, ich glaube, weiß nicht, ob ich den ausgemacht habe. Damals war ich, glaube ich, noch nicht so hardcore drauf. Ich habe den, glaube ich, trotzdem geguckt, weil ich Gary Daniels Fan bin. Erinnere mich aber null daran und der ist, glaube ich, auch von meiner Liste. Ich muss ja gleich mal meine Liste checken, Alter. Wie folgt der da draußen? Was haben wir hier? Dschungelmission, willkommen in der Hölle. Christopher Doyle und Sam Jones. Okay, kenne ich gar nicht. Uncut was? Uncut halt. Sieht aber komisch aus. Was ist das für ein Label? Ist das überhaupt ein Label? Oder ist das ein Bootleg? Riecht nach Bootleg. Macht aber nichts. Kenne ich nicht, vertaucht ja auch gar nichts. Oder er ist sogar sehr gut und es gibt ihn immer einfach nicht anders. Ich weiß es nicht, habe ich noch nicht von gehört. Aber Sam Jones. Aber wie hieß denn der nochmal? Ich hatte auch mit Sam Jones mal einen B-Action-Film. Der war auch gar nicht so schlecht. Wie hieß der denn bloß? Da müsste ich eigentlich mal recherchieren, ob es ihn auf DVD geht. Ich hatte mit Sam Jones einen B-Action-Film. Das weiß ich noch. Das war aber kein. Das hier sieht ja so nach Söldner-Kriegskram aus. Sowas war das nicht. Das war ein ganz normal. Spielt er irgendwie einen Killer oder irgendwie einen Bodyguard oder sowas? Oder habe ich den sogar? Ich muss da mal drüben recherchieren. Was haben wir hier dann? Die Todesfaust des Cheng Li mit Bruce Lee. Was ist das denn? Ist der nicht in der Box mit drin, die ich da habe? Oder ist der geschnitten in der Box und hier nicht? Was hat es denn mit dieser Version auf sich? Erweiterte Szenen in Englisch-Originalton. Gibt's den nur, ist der dann nur geschnitten drauf? Das kann natürlich sein. Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Einige in dieser Bruce Lee-Box, die ich da habe, sind ja leider cut. Ich habe die aber bis heute alle nicht uncut. Oder jedenfalls diese Box nicht. Cool, freue ich mich aber. So, dann haben wir hier einen Film, den ich nicht kenne, aber auf meiner Liste habe. Und zwar Battle for Sky Ark. Das ist Science-Fiction-Trash und ich habe den Trailer davon gesehen, fand den sehr gut, den Trailer. Und da habe ich hinterher eine Review gelesen, da konnte ich gar nicht glauben, dass diese Review zu diesem Trailer sein soll, weil die Review war vernichtend. Demnach ist das der letzte Scheiß. Aber der Trailer sah total cool aus. Ich weiß auch nicht. Und da habe ich mir auf meine Liste gesetzt, weil der ist, glaube ich, auch recht günstig auf Amazon. Dürfte das auch runter. Also ich finde hier, dass das Kostümdesign und auch so die Optik hat irgendwie was, finde ich, von Final Fantasy, oder? Oder so in der Art, so diese Rollenspieldinger. Oh Gott, jetzt stirbt mir hier gleich die Kamera, wa? Ich habe nämlich heute schon viel gedreht. Ich hoffe, das Akku reicht noch. Dann haben wir hier als nächstes. Ach du Heilige, was zum Teufel. Oh, Alter, ist das eine schlechte Bildqualität, ey. Geballte Fäuste mit Jeff Wincott. Bootleg, ganz klares Bootleg, selbst ausgedruckt, wahrscheinlich mit einem 50-Euro-Drucker. Guckt auch die Qualität, kann man das erkennen auf dem Video. Alter Vater ist, oh, alter Vater, auch der Druck auf der. Naja, wenn die Bildqualität okay ist, ich weiß es natürlich nicht. Der Chef. Nächstes Ding,
Was ist das? Sieht nach Bollywood aus oder sowas. Gunnar! Ey, Gunnar, gib mal Bier. Was ist das? Großes Kino aus Bollywood. Ja, aber ab 16. Es könnte sein, dass es ein Actionfilm ist. Weiß ich natürlich nicht. Die Love Story zweier Feinde. Manchmal ist da ja übertriebene Action in diesen Dingern drin. Dann finde ich die wieder ganz lustig, die Filme. So, dann. Ja, Blood Moon. You get one shot before he kills you. Ungeschnittene deutsche Fassung. Auch wieder Bootleg. Ja. Habe ich offiziell den Film. Cooler Film, storymäßig genauso wie Kung Fu Killer mit Donnie Yen. Also auch ein Killer, der gezielt andere Martial Arts Meister ausschaltet, um selbst der Beste zu sein. Und Gary Daniels muss ihn dann aufhalten. Dann haben wir hier der Exterminator. The Man They Pushed Too Far. Digital Remastered Director's Cut. Nee, ist es auch wieder ein Bootleg. Auch da werde ich mir irgendwann mal die offizielle lieber holen. Habe ich, glaube ich, auch auf Liste die offizielle Fassung. Tut mir leid, ich kann mit Bootlegs nicht so viel anfangen. Wenn ich vor allem nicht dann. Ich meine, Bootleg schon und gut, ja, wenn es ein Film ist, den es einfach fucking nicht gibt, dann ist das nun mal eben das Beste, was du machen kannst als Sammler. Aber wenn du weißt, es gibt davon eine offizielle Release-Fassung, ja, dann greifst du dazu. Ist einfach so. Tut mir leid. Aber ich freue mich trotzdem. Angucken kann man sich den ja. So, dann habe ich hier, ach du Scheiße, The Most Dangerous Game, den habe ich mal mitgenommen gehabt im 1-Euro-Shop oder im TV-Kick, irgendwas. Aufgrund des Covers dachte ich, was ist das, interessant. Und dann ist das irgendwie so ein 50er-Jahre-Film mit, ich glaube sogar, Ray Harryhausen präsentiert, obwohl da überhaupt kein Stop-Motion drin ist. Ach, hier war doch irgendwie ein bekannter Schauspieler mit dabei. Ich kann es nicht lesen, was hinten drauf steht. Egal. Auf jeden Fall ist das so ein alter, ja, das ist ein alter Abenteuerfilm. Menschenjagd auf so einer Insel bloß. Kann man sich ganz gut angucken, aber ob ich den behalten muss. Vielleicht guck ich den nochmal. Dann haben wir hier Gutshot Straight, gnadenloses Spiel mit Steven Seagal, sagt mir überhaupt nichts. Nie gesehen, nie gehört, keine Ahnung. Wie viele Jahre? Ab 16. Muss ich gleich mal recherchieren, weil die kurzen Filme, ouch, aber Seagal schneiden sie ja ganz gerne mal. Aber macht ja nicht, dann ist ja auch nicht gut. Was ist das hier, eine Hardbox noch abschließend? Oder ist da noch irgendwas unter dem ganzen Polsterkram? Nein. Wang Yu, The Fighter, Flucht ins Chaos, sagt mir wieder nichts. Ist ein alter, wahrscheinlich wieder so ein alter handkantener Karatefilm. Das ist eigentlich immer ganz gut und die Wang Yu-Filme sollen ja ziemlich gut sein. Ich habe noch nie einen davon gesehen. DVD von Lo Wai, genau, das ist der Regisseur Uncut Edition. Das ist interessant, da kann man ja durchaus mal. Das sieht sogar aus, als wenn das nicht Wald und Wiesen ist, weil er hat hier Schleps und Krawatte an. Das ist ja ein normaler Actionfilm. Das ist ja eigentlich ungewöhnlich bei diesen alten Karatenfilmen. Die spielen ja immer alle so zur Qing-Ming-Feudalzeit-Dings-Dynastie-Kram. Oder so. Ja, Frank Zito, ich bedanke mich bei dir. Da waren ja sogar einige Volltreffer drin, sogar von meiner Wunschliste. Es ist ja sehr selten, dass sowas mal passiert. Es sei denn, es geht jemand Verrücktes daher und kauft mir gezielt was davon. Da freue ich mich drüber, auch über die anderen Sachen natürlich. Die Doppelsam freue ich mich auch drüber. Ich werde schon jemanden finden dafür. Jo, wenn da was Neues dabei ist. Ich muss gleich mal gucken, bin ich Resident Evil da. Ich habe das alles nicht mehr im Kopf. Ja, dann bedanke ich mich auch bei euch fürs Zuschauen. So. Und wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr als nächstes schaut. Und bis dahin sage ich, bis wir uns wiedersehen, sage ich wie immer, farewell.